Moin die Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zum vierten Part hier bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, wir gucken uns heute das Level Alpnashorn als erstes an und natürlich drücke ich als erstes mal den Go-Button für die 25 Minuten Affenalarm. Ja, wir gucken uns das Level mal an. Ja, bisher läuft es doch irgendwie ein bisschen besser, als ich erwartet habe. Also, ich hatte schon früher mit großen Problemen gerechnet. Ich würde mal sagen, bis jetzt die Level laufen eigentlich ganz gut. Der Bosskampf, der war ein bisschen peinlich in der letzten Ausgabe. Aber Gott, das ist mir egal. Wen haben wir hier? Dixie. Das finde ich cool. Da muss ich sagen, mausert sich wirklich. Und das war ja auch dann... Oh, hallo. Ich hab gerade ein bisschen falsch gedacht. Ich dachte so ein bisschen zurück an selige Tage bei Donkey Kong Country 3 auf dem Super Nintendo. Da konnte man mit Dixie nämlich auch so ein... So mit dem... Das wollte ich gerade machen. Ah, hier ist das Nashorn drin. Sehr schön. Boom. Das kann nämlich die Gegner so wegrumsen. Upa. Und hier, burp. Ein Hit und er ist weg. Sehr schön. Oh, diese Dinger kriegt nur er weg. Können wir auch absteigen? Ach, guck mal, wir können auch absteigen und einfach mal ins Bonus-Level rein starten. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, das Level hatten wir doch gerade schon mal mit Dixie, aber nein, wir hatten ein etwas leichteres, aber auch das könnte mit Dixie alles ganz gut hinhauen, denke ich. Nee, das wird nix. Schade. Nee, wird nix. Leider. Aber reicht's für ein Bonus-Live? Anscheinend. Ich glaube, wenn man das Level überlebt in der Zeit, dann gibt's immer ein Bonus-Live und eine Bananenmünze. Und damit bin ich eigentlich völlig cool. So, wo ist unser Nashorn? Muss ich mir wiederholen? Kann ich nicht. Da ist der Weg abgebrochen. Und da, jetzt spawnt der Typ da schon wieder. Moment mal. Ah, nee, reicht leider. Oder? Reicht's doch mit dem... Nee, es reicht nicht, um da ranzukommen. Ey, ich muss ja sagen, ich finde diese Welt irgendwie cool. Und ich habe ja gesagt, oder beziehungsweise ich habe es nicht gesagt, aber wer meinen Kanal schon mal verfolgt hat, der weiß, Schlümpfe ist eigentlich so gar nicht mein Franchise. Irgendwie erinnert es mich an die Schlümpfe hier und ich finde es gut. Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil hier nicht ständig geschlumpft wird und der Schlumpf mit dem Schlumpf verschlumpft wird oder so. Das könnte ein Grund sein. Okay, das ist aber hier eine irre Sache. Okay. Ich dachte schon, der lässt mich am Ende komplett absegeln. Hup. So. Wo geht's hin? Mal eben den Berg da aus dem Weg gerumst. Und da ist wieder einer meiner Freunde. Das lustige Nashorn. Ach, guck mal, mit Y springe ich hier ab. Ach, so kann der rennen. Okay. Mhm. Boing. Immer Vollstoff hier. Uah! Was ist das? Was ist das? Hilfe. Ah, der kann auch nochmal so ein... Das ist ja cool. Der kann in der Luft nochmal so ein Sprint machen oder sowas. Moment. Ich versuch's nochmal hier. Da, so ein, der kann so einen Doppelsprung machen, hier so. Ha, cool. Upsalalalala. Ne, 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 schön wieder drauf. Ah, okay, okay. Also nicht den ganzen Turm wegrumsen, sondern das hier, das gibt direkt schöne Bonus-Items. Hoppa. Nächster Checkpoint. Kann nicht mehr weit sein. Oh, können wir jetzt hier noch eine... Ah, da gibt es endlich mal ein Herz. Na, wunderbar. Das kann auch so stampf. Geil. Cool, dann müssen wir uns auch gar nicht umgewöhnen hier. Dann feuer mal ab den Gummi hier. Ach du Scheiße. Was ist das? Ich bin irgendwie gedamaged worden. Ah, da fallen irgendwelche... Alter. Was war das denn? Was war denn da jetzt los? Wovon bin ich denn gedamaged worden? Ich hätte mit dem Nashorn einfach mal ordentlich Gas geben müssen, ne?
So. Das habe ich nämlich gerade verpasst, einfach mal hier den Go-Button zu drücken. Ich glaube, das war ein großer Fehler. So, jetzt geht hinterher. Genau hier, gib Stoff, Kollege. Ja, so läuft's doch. Ah, hi-ho-ho. So, dieser leichte Goofy-Sound, der ist auch geil. Ja. Okay. Ich verstehe die Message. Bam. So, komm, go. Jetzt aber. Wie er ihm hier so auf den Hintern klatscht, das finde ich schon wieder geil. So, zack. Auf die Sache hier, auf die Wutz. Und hier wieder schnell und hier wieder. Oh ja! Und hier geht's. Da hätte ich diesen Extrasprung nutzen sollen. Er hat doch in der Luft diesen. Ich gebe nochmal. Ist auch hier lustig abgeschnitten, ne? Aber ja, komm, so ist es halt. Greenscreen ist nicht jedermanns Sache, was? So, luppaduppadupp. Okay, wir lernen es immer besser kennen hier, den Abschnitt. Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Lorenfahrt oder so, nur dass es hier nochmal ein bisschen spontaner sein muss. Nein! Warum macht der so einen super kurzen Sprung? War genau dasselbe Loch, in dem wir gelandet sind, ne? Das Gute ist, dass ich immer noch lebentechnisch immer noch Plus mache. Also ich bin immer noch besser aufgestellt mit den Leben als vorher. Von daher, nie verkehrt. Ja, jetzt aber. Hier, gib dem Nashorn Sporen. Uja! So. Und weiter im Text. Wir machen es einfach mal. Nein! Na! Also ohne Nashorn kannst du das ja wirklich komplett vergessen. Also man darf nicht zu langsam, man darf aber auch nicht zu schnell. Das ist ja ganz schön abgedreht, oder? Dann nehmen sie einen direkt hier bei den Hörnern. Ula! Jetzt nicht da runter, bist du denn bescheuert? Ja Mensch, warum machst du denn überhaupt da diesen Berg kaputt? Das ist doch völlig unnötig. Nur da. Na, also wenn ich nicht mit Turbo Power springe, dann kann ich auch nicht in der Luft nochmal so machen. Ich habe es nämlich extra gedrückt. Leute, es wird langsam knapp hier mit dem Leben, ne? Also ich bin gerade im Minus mit meinem Leben. Oder es geht so langsam in den Minusbereich. So, ich wäre auch mal stark dafür, dass danach wieder ein schöner Checkpoint kommt, wenn wir hier diese Odyssee hinter uns haben. Ich habe auch so ein Gefühl, dass das nicht mehr besonders weit ist, wenn wir hier... Fuck, Alter. Ich war so geil auf das Leben, dass ich... Ach, guck mal, ich habe immer noch 37 Leben. Ich war so geil da gerade drauf, dass ich gar nicht drauf geguckt habe, wie weit der Sprung auf diese Kiste ist. Bitte lass diese Passage vorbei sein, nach diesem letzten Sprung, den ich gerade verpasst habe. Ula. Auch hier habe ich irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich das Ganze irgendwie auswendig kann. Jetzt wieder Gas, jetzt wieder hier, jetzt wieder so und jetzt hier rüber. Leute, ich brauche einen Checkpoint, Mann. Das ist ja immer noch nicht vorbei hier mit dem... Oh, nein. Das Nashorn ist weg. Ich muss schon wieder von vorne. Ah, es nimmt wirklich schon wieder Ausmaße an hier wie bei Crash Bandicoot. Und das glaube ich sogar früher als bei Crash Bandicoot. Ne? Ich habe es vorhin noch gelobt und gesagt, ja, eigentlich die Level, ne, die gehen. Ja, von wegen. Von wegen, Herr Weidemann. Ohohoho. Geronimo. So. Das macht Bock mit dem Nashorn, das ist cool. Hoppa, hoppa, hoppa. Und wieder Gas wegnehmen. Jetzt hier wieder hoppala. Hula, hula, hula. Oh. Verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? Ich mache zumindest lebenstechnisch nicht wirklich, dadurch, dass ich immer recht weit komme,
hole ich mir meistens ein Bonusleben und vergeige es dann auch direkt wieder. Also ich baue nicht richtig Leben ab hier gerade. Nicht! Nicht! Was tust du denn da? Nicht vom Nashorn abspringen. Ich will immer rennen mit der Taste, die ich halt dafür belegt habe. Und das ist natürlich Blödsinn, weil diese Taste sorgt auf dem Nashorn dafür, dass er absteigt. Das nur mal eben so als Erklärung, warum ich gerade so eine Scheiße gemacht habe. Das Rennen ist hier nämlich bei dem Nashorn auf einer anderen Taste. So, get go. Ich hab's gerade noch gesagt. Ja, hier, ich sammle immer geil Bananen und so. Hulala. So, ich habe ja gleich schon wieder ein Bonus Life, wenn ich das hier richtig sehe. Ich achte, da. 88 habe ich ja schon. Hulala. Und go, 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 go. Go, 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 go. Huppa. Wo ist der Checkpoint, verdammt? Ah, oh, endlich. Huppa. Lala. Geronimo, da war er schon wieder, ey. Plop. Ich mach einfach kein Plus mit meinem Leben. Ich bin hier ständig am Abschmieren. So, jetzt kommt ja so. Boah, wenn man jetzt auf einmal wieder Donkey Kong einfach so steuert, dann kommt man gar nicht mit klar. Oh, denn ich bin es halt gewohnt, entweder auf diesem Viech hier zu sitzen oder auf Dixie, die einen immer noch so retten kann. So, das ist klar. Wir machen so. Ach, guck mal, und das ist ja die lustige Holland-Schaukel hier. Die lustige Holland-Schaukel, ich sag es euch. Huppa. Schön. Die haben sich auch wieder richtig nett was einfallen lassen. Finde ich schön. Richtig schön. Schönes Ding. Aber irgendwie bricht doch alles zusammen. Was ist denn hier los? Alter. Hier muss man einfach nur Stoff geben. Ah, komm. Oh. Was ist das denn für ein Level, Alter? Jetzt haben wir wirklich mal Minus gemacht, ne? 36 Leben. Was segelt der denn da immer so langsam runter? So, Bonus Life. Nicht absteigen, Mann. So, jetzt mal ganz mit Ruhe, bis hier wieder anfängt, der ganze Berg einzukrachen. Erstmal auf die lustige Schaukel. Ich muss, glaube ich, wegen der Musik so ein bisschen an Holland denken, ne? So lustige Akkordeonmusik. Da muss ich entweder an Bayern oder Holland denken. Ja, und die ganze, ja, jetzt geht's hier wieder los. Die ganze Landschaft hier, die sieht natürlich eher nach Bayern aus, weil Tannen und Fichten und hier, und Berge vor allem, ne, das ist ja immer das Entscheidende. Bitte lass es enden. Oh Gott, Hauptsache Level vorbei. Oh. Was war das denn zur Hölle? Was die fickende Hölle, ey. Mein lieber Vater. Alpatoll. Also sollen tatsächlich die Alpen sein hier, ne? Das ist dann doch hier bayerischer Flair. Super, dieses Level bietet auch nochmal so einen Querweg, wo man noch ein Bonus-Level erreichen kann. Ist mir aber echt egal, ey. Das war ja schon mal was. Okay, ey. Boah. Die dritte Ausgabe war schon so eine Vorstellung, ey. Die vierte jetzt irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Es wird jetzt nicht mehr einfacher. Ist mir nur irgendwie neu, dass es in Bayern lauter Windmühlen gäbe, aber naja, gut. Och. Sowas lieb ich ja, ne? Und natürlich springe ich dem genau auf seinen beschissenen Helm drauf. So, nehmen wir wieder Dixie, wa? Ja, ist auf jeden Fall praktisch hier bei solchen... Ui! Bei solchen Abschnitten. Die lustigen Blasfässer hier. Zack. Sehr schön. So. Oh, hier müssen wir selbst mal hochpusten lassen von dem großen Krug. Bob. Ja,
keine Experimente da. Oh, da war irgendwie ein Hindernis. Scheiße. Na, komm. Boing. Sehr schön. Oh, da hinten ging es doch noch hoch. Mal gucken, wo es da hingeht. Ah, ein Puzzleteil. Ja, jetzt haben wir es schon mal entdeckt. Dann nehmen wir es auch mit. Gut, hier erinnert es natürlich alles auch so ein bisschen an Bayern, ne? Wenn ich mal so... Oh, ich habe doch Dixie gar nicht dabei. Ich habe gesteuert, als ob ich Dixie auf dem Rücken hätte, aber sie war ja nicht da. Und wir können vom Anfang anfangen. Oh, Leute. Ich muss wirklich anfangen, mich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Bäm. Ach, haben wir schon, ne? Uiuiuiui. Cranky, ja. Nehmen wir auch, ne? Ist vielleicht gar nicht so doof bei den ganzen Gegnern hier. Uah, Idiot! Mit Dixie hätte es gereicht. Oh, Leute, ey, ich muss wirklich aufpassen, dass wir jetzt diese Welt hier nicht als unser Waterloo kennenlernen. Uhahi. Ja, haben wir nochmal Cranky. Das Schöne ist ja, mit Cranky brauchen wir eigentlich keine Angst vor irgendwas haben, bis auf Abgrund. Abgrund ist immer nicht so gut. Und so Leute, die so einen beschissenen Fisch gräten. Ach! Fuck, das habe ich ja wieder vergessen. Dieses Hindernis da. Die Leben schwinden. Die Sounds sind schon geil, ne? Ich nehme wieder Dixie. Ich kann anscheinend mit Dixie am besten. Dann gönnen wir uns die einfach nochmal. Ulala. So. So, auch gut. So, zack. Ja, irgendwie fühle ich mich mit ihr am wendigsten. Guck mal, und hier ist der Checkpoint. Das war so unnötig, dass ich da vorhin abgenippelt bin. Da kommen die Feuerkugeln. Oh, ich wollte aber nicht Cranky. Hopp. So, was haben wir hier gerade freigeschaltet? Ein paar extra Bananenskis. Die sind nie verkehrt. Die ganze Musik und so, das ist schon irgendwie cool, muss ich einfach sagen. Wobei ich überhaupt nicht der Typ bin, der auf diesen bayerischen, diese bayerische Romantik steht. Eigentlich überhaupt nicht, aber... So, hier kugeln wir mal eine Runde. Uah, boing! Und dich hier... Bringen wir mal in den Abgrund, oder? Weg mit dir. Ah, Mensch. Der ist aber robust. So, was gibt's denn Feines hier für die Aktion? Eine Bananenmünze. Ula. Checkpoint, jetzt geht's vorwärts. Endlich. Oh. Na komm. Oh, da ist auch noch Stacheln oben. Ach, die bouncen auch noch hoch. Ja, geil. Uah! Jetzt bin ich wieder alleine. Ich habe immer das Gefühl, dass ich alleine nichts schaffe. Ich brauche doch meine Freunde. Ich brauche doch meine Affenfreunde. Oh. Le!
Schröd. Na komm, die eine Affenmünze, die ist mir jetzt mal egal. Naja gut, es war jetzt nicht allzu weit von da. Aber es ist wirklich so, ne? Ich fühle mich mit Donkey Kong alleine immer noch gameplay-technisch echt unsicher. Und ja, das schon so weit im Spiel eigentlich, ne? Also was heißt so weit im Spiel? Zweite Welt. Na komm, zack. Wuppa. Boing. Oh, Gott sei Dank. Da habe ich auch nicht so richtig Kontrolle da, wenn diese lustigen Passagen kommen. So, wir nehmen mal. Wir nehmen Dixie, oder? Dixie ist einfach die sichere Bank für mich. Die ist mein Funky Kong-Modus. So. Moment mal eben, ich habe eine Idee. Wohin ist da ja was? Guck mal, da kommt jedes Mal was raus. Jedes Mal, wenn diese blöden... Komm, komm, komm. Nein, sie ist weg. Sie ist weg. Und sie ist weg. And it's gone. So. Ah ja, ich wusste doch, da wollte er mich doch wieder verarschen hier. Ich habe nur das End verpasst, okay? Also irgendwie verpasse ich jedes Mal, wenn ich diese Dinger einsammle. Boing. Bob. Da ist das Levelende, wie schön. Hä? Okay. Wow. Oioioioioi. Was ist das denn jetzt hier noch für ein... Oh, komm, hoch mit dir. Töd. Sehr schön. Ich bin mal wie so eine Trompete hochgepustet, ey. Cool. Also da haben sie auch schöne kreative Ideen gehabt, muss ich sagen. Und jetzt... Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Oh, liebe Leute, ey. Hier ist ja wieder was los. Obwohl ich überhaupt nicht auf die Puzzleteile anlege, irgendwie so ein paar findet man immer, aber... Ey, keine Ahnung. Die Uhr sagt noch 2 Minuten. Das hat eigentlich keinen Sinn. Das heißt, ich würde eigentlich diese Ausgabe jetzt hier beenden. Dann haben wir wirklich mal eine schöne kurze Ausgabe. Es gab ja wirklich viel zu lachen hier heute. Das Nashorn und die lustigen Alpen hier. Das Alpnashorn und die Laubeshymnen. Alter Vater, ey, das war ja mal eine Ansage. Nicht schlecht. Jetzt muss ich erstmal ordentlich verschnaufen. Muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Ja, sag vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und ich freue mich auch, wenn ihr in der nächsten Ausgabe einschaltet, wenn es wieder heißt Donkey Kong Country Tropical Freeze. Macht's gut, bis dahin. Ne?